Hey ho und willkommen zu The Outer Worlds. Ich hoffe, ihr findet Gefallen daran und dann geht die Reise auch schon los. Viel Spaß! Das irritiert mich etwas. Okay, das sind jetzt nicht so die Helden. Die halten nicht viel aus. Da war ich, glaube ich, schon mal in einem schlimmeren Gebiet. Oh. Aha, Terminal. Noch ein Betäubungsmittelkanister. Aha. Dort will ich erstmal nicht rein. Ich will die ja betäuben. Okay, der hat sich ein bisschen verteilt. Das ist nett. Die hatte ich, genau. Aha. Machen wir gleich. Oh. Hier für ein Stäbchen. Sicherheitsklinge. Mhm. Gucken wir erstmal hier auf dem PC. Terminal benutzen. Eigentum von Anticlio. Terminal Zugang. Willkommen. H. Braden. Nachrichten von A. Agarwal. Okay. Dim, 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 dim. Betreff Raptiton Sedativum. Hans, ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die schlechte Nachricht ist, dass wir ein Spread-Problem haben. Unsere Lüftungsanlage ist momentan hinüber, weil die kleinen Monster an den Kabeln rumgenagt haben. Wenn deine Raptitons unleidlich werden, musst du sie selbst sedieren. Besorg dir ein paar Kanister mit Beruhigungsmittel und hänge sie an das Nebenterminal im primären Forschungslabor. Die gute Nachricht ist, dass meine... Hephaistos? Ich sag mal... meine Hephaistos-Hammer deine geliebten Rizzos Ranger vernichtend geschlagen haben. Möchtest du ein bisschen was von Anticleos tropikale Pasta-Soße, um deine Erniedrigung gebührend zu feiern? Rohan. So, von G. Becker. Raptiton Citadivo. Hans, kannst du mir bitte erklären, was es mit dieser Katastrophe auf sich hat, die ich gerade in meinen Händen halte? Es handelt sich, wie du bestimmt weißt, um ein Formular, mit dem die Verlegung des Raptiton-Muttertiers in die Haupthalle bewilligt wurde. Mit deiner Unterschrift darunter. Erstens sind unsere Raptiton-Tanks strukturell nicht einmal ansatzweise stabil genug, um wütende Raptiton-Muttertier zu halten. Zweitens sind Raptitons für ihr territoriales Verhalten berüchtigt und würden alles tun, um ihre Jungen zu schützen. Unterbrich mich ruhig, sollte dir das zu hoch sein. Du hast es scheinbar nicht so mit einfacher Arithmetik. Ansonsten wüsstest du ja wohl, dass Raptiton-Muttertier plus Raptiton-Tank gleich Katastrophe bedeutet. Hochachtungsvoll, Gale. Okay, das soll mir sagen, wo was ist. Hilft mir nur bedingt, da die Karte nicht sagt, das ist der Raum. Okay, hier also nicht rein. Hier sind die Raptitons. Die muss ich betäuben. Von irgendwo anders muss ich das machen, glaube ich. Okay, das heißt, ich arbeite mich erst einmal in die anderen Sektionen vor. Nice and easy. Hallo.
Beseitige die Banditen. Anderen Staaten. Raptidons. Dürften das die eigentlich nicht sein? Oh, Wurfballkarte? Dürften das ja die hier nicht sein? Okay. Ich würde behaupten, die haben wir erledigt. Da war jetzt auch kein Muttertier dabei oder sowas. Dürfte also alles richtig sein. Sieht kaputt aus. Ich fühle mich recht langsam und schwer. Kann das sein? Ja, 262 von 250. Das ging ja mal wieder flott. Hier lebt noch irgendwas. Ein Helmchen. Lord Helmchen. Oho. Oho. Okay, das will ich noch nicht benutzen. Sollte ich mir aber vielleicht eventuell möglicherweise merken. Dass ja hier noch was ist. Hier kann ich nicht öffnen. Was gibt es denn hier noch so? Fleisch finde ich auf jeden Fall eine Menge, wie es aussieht. Ist auch recht dunkel. Also an Fleisch mangelt es nicht. Kann man auch positiv sehen. Oh. Hey, you. Over here. Hallo? Oh, good. You're not shooting at me. That's a start. It's been a bit of a day, so I'll get to the point. Yes, I have Crane's research. No, I'm not giving it back. Sorry to disappoint you. Anton will, dass ich ein Problem... Was, dass ein Problem behoben wird. Ich schätze, damit meint er dich. Du schätzt mich falsch ein? Lügen. Ich kenne keinen Crane, nie gehört. Ja, aber sind wir direkt. Yes, I imagine he does. But we all have problems. It is the human condition. I am myself ensnared in this wretched place. You want to kill me. I don't want to die. Therefore, it is in my best interest to negotiate with you. Help me get out of here, and I will pay you for my life. Sag mir, was du brauchst. Wir sind nicht mal Freunde. Wenn du willst, dass ich dir helfe, dann will ich, dass du mit der Forschung rausrückst. Warum bist du hier unten? Du musst mir schon ein besseres Angebot machen. Warum bist du hier unten? Same reason you are, more than likely. I imagine we picked up the same tip. Secret research facility, abandoned town, minimal security. Nein, ich bin einem Notruf gefolgt. Nach minimaler Sicherheit sieht mir das nicht aus und verlassen auch nicht. Ich bin kein Banditin wie du. Nein, ich bin einem Notruf gefolgt. Crane actually sent out a cry for help? Oh, the poor bastard. Seeing his life's work snatched from him? Must be like losing a child.
Was hast du gegen Anton? Crane is the man who runs this lab. Probably gone around the bend, fretting over his beloved research. Not that there's anything lovable about diet toothpaste. Sagtest du gerade Tierzahnpasta? Auf seine Zähne aufpassen ist nichts Schlechtes. Das wird mir ein bisschen zu durchgeknallt. Das kannst du allein ausbaden. Sagtest du gerade Tierzahnpasta? Diet toothpaste. Can you imagine a more pernicious example of corporate materialism? I do not know what is worse. Working here or dying here. Also hast du all das auf dich genommen, um am Ende eine Formel für Diätzahnpasta zu stehlen. Gut, dass du die Zeit zur Introspektion findest. So kurz vor dem Tod. Ich schätze, du wirst bald herausfinden. Lebe wohl. Ja, erst aus. What matters is that I have been lied to. I was led to believe this was a high-priority corporate facility hiding valuable research. This job was not supposed to end with me stuck in some wretched lab smelling like rats. So I would be very much obliged if you gave me a break. Sag mir, was du brauchst. Was ist dabei für mich drin? Vergiss es, da steckst du allein drin. Bin mir unsicher. Könnt ihr jetzt einfach wegknallen oder ihr helfen? Was ist dabei für mich drin? You mean other than the satisfaction of doing me a good turn? Trust me, I'll make it worth your while. Ich weiß nicht, bisher hatte ich hier einige Schäden. I am good for my word. You will be equitably rewarded on my honor. But I will not haggle or bargain with you until you help me. Was brauchst du? The first thing I need is a key card to unlock my door. Then I'd need you to clear me a path out of here. There are two ways out. The quickest is through the front door, but Cleo security's bottled up in there. If you don't want to shoot them, I suppose you could talk to them. The other way out is through the loading bay, but you'd have to clear out the wraps for me. Then I could just slip out the back, sight unseen. Anton hat sich Sorgen gemacht. Ihr Wert mit seiner Forschung über alle Berge, also sogar Schwachköpfe genannt. Ich biete ihr sicher nicht das Dienstmädchen für eine pompöse Banditin. Ich brauche schon einen guten Grund für dich, meinen Hals zu riskieren. Because Crane is a tool. Because no good deed goes unrewarded. Because doing me a good turn is the honorable and decent thing. Take your pick. Wie soll das denn ehrenwert sein? We are all of us trapped. You, me, the scientists. This is not a colony. It is a slave camp. Yes, we raided the lab, shot some guards. Killed a few scientists in the crossfire, but it was all for a higher cause. Also bist du eine Mörderin mit Gewissen. All wars have casualties. I regret taking a life, but we were doing them a mercy. Better to die than live in a state of slavery. Ziemlich hochtrabend. Wir sind miteinander fertig. Ziemlich hochtrabend. I prefer freedom fighter, but I will not quibble over semantics. Come on now. Do you want to be dull and boring and servile like everyone else? Or do you want to break some rules? Ich bin gewillt, ihr zu helfen, aber nicht, weil ich Regeln brechen will oder sowas. Ich bin geneigt, ihr zu helfen. Okay. You might be the first stroke of luck I've had all day. Thank you. I'm in your debt.
Wo gerate ich da rein, wenn ich dir aus der Patsche helfe? Bilde dir nicht so viel darauf ein. Ich erwarte, dass du mich dafür bezahlst. Meinen Freunden. Ich habe ein paar Fragen, was dich betrifft. Ja, wo gerate ich da rein? Nothing beyond the purview of a talented freelancer like you. Ich kann die Wachen überzeugen, abzuhauen, aber deine Leute müssen sie unbeschadet passieren lassen. You really expect me to just let them pass? Why? So they can regroup behind their walls and mount another assault? Never mind. I'm obviously in no position to argue with you. If you can talk those guards into standing down, my people will follow suit. Okay, ich muss noch etwas anderes wissen. Moment, ich habe noch ein paar Fragen, was dich betrifft. Ich muss noch etwas anderes wissen. I'll help however I can. Okay, sag mir was über die Raptors weißt. A Raptodon is an apex predator, native to the jungles of Monarch. They are entirely unsuited to life on Terra 2, which may account for their horrible temper and appetite. Und du erwartest jetzt, dass ich mich mit den ganzen Rudel von denen anlege. Das war eine unerwartete wissenschaftliche Antwort. Warte hier. Moment, ich habe ein paar Fragen, was dich betrifft. War eine unerwartete wissenschaftliche Antwort. What? Do not give me that look. I am allowed to have hobbies. Biology happens to be one of them. Yes, we accidentally released the raps into the world when we attacked this place. But I am not at fault here. Those scientists had no business experimenting on these creatures. Du erwartest jetzt, dass ich mich mit den ganzen Rudel anlege. Zack. Oh, for goodness sake. They are just animals. Aggressive, territorial, frightened and very probably hungry animals, but they die to gunfire like anything else. I do remember one of those feckless scientists yammering something about a Raptodon suppression system. Perfekt. Wo finde ich diesen Wissenschaftler? How should I know? I left his body where I shot him. Wow. Wie hast du es geschafft, dich einzusperren? The Raps took us by surprise, as they would anyone. My crew were split apart and lost in the corridors. They went one way, I went another. You'll need a keycard to unlock my door. I don't know where they're kept, but I'd start by checking the security office. Ein paar Fragen, was dich betrifft. Ask away. I have got nothing but time. Was willst du mit dieser Forschung überhaupt anstellen? Sell it, of course. I don't have any use for the scribblings of idiotic scientists, but whoever gave me this tip obviously does. Assuming I make it out of this place alive. And with my ship out of commission, I'll have to leave on foot and hope my luck changes. One problem at a time, I suppose. Wie bist du in diese Misere gelandet? I have been asking myself the same question. Our tactics were sound, but no battle plan survives contact with the enemy. We were acting on a good tip, but the tip never mentioned the Raps. When we hit the lab, those Raps got loose. Tore through as many of ours as theirs. Okay, du tust so, als wären die Konzerne dein Feind. Was hast du gegen sie? From the day we are born, we are made to obey. Never question, never hope. Never dream of anything greater than the lot appointed to us. Corporations expect us to work until the day we die. But they could not give a half-bit shit about our lives. Okay, warum haben du und deine Crew eine Einrichtung von Antiquity überfallen? No one asks why anymore. The establishment tells us to live here, work there, eat that, drink this. All our choices are made for us, so we forget we ever had a choice. I am doing this because I can. Because it thrills me. Because I take a deep and profound pleasure from stabbing at the heart of corporate power. No matter how shallow the wound. Okay, ich komme ein anderes Mal wieder. Ich nehme an, ich kann sie auch jetzt noch einfach wegkillen.
Sicherheitskontrolle, Sicherheit, Raptidons. Da. So, bändige die Raptidons. Ja. Anton würde es bezogen, wenn du Raptidons vor allem das Muttertier mit Gas betäuben würdest. Benutze dazu Gerätschaften im Labor. Du hast einen Kanister mit Betäubungsmittel gefunden. Drei davon sollten ausreichen, um die Raptidons in der Einrichtung auszuschalten. Die Kanister müssen in der Nähe des Ventilationssystems in der Brutkammer der Raptidons eingesetzt werden. Vier Raptidons sind noch übrig. Die sollte ich wohl lassen. Eliminiere die Banditen. Antiklius, geheime von Banditen angegriffen. Dafür müsste ich sie killen. Finde einen Fluchtweg. Halt, Notruf, bla bla bla, hole. Forschungsladen wurden aus dem Tresor entwendet. Vermutlich von den Banditen. Also, sie killen, dann kriege ich die Forschungsunterlagen. Oder einen Fluchtweg. Okay. Ich brauche noch so eine Gaspuddel. Muss ich gerade mal so feststellen. Ich brauche noch so eine Gaspuddel. Nutze ich mal diesen Fahrstuhl da hinten? Ich glaube, ich tue das. Vielleicht finde ich da ja da auch noch die Gaspuddel. Da stand was von den Wegen, ich brauche drei Stück. Ich habe bis jetzt nur zwei gefunden. Das heißt, irgendwo muss ja noch eine sein. Something on your mind? Keiner eine Meinung dazu. Where are we headed? Keiner eine Meinung dazu. Not a peep for me. So, mal lieber auf Nummer sicher. Aua. Nicht nett. Das war ja sowas von gar nicht nett. Okay, hier steht jetzt aber auch kein Gaspuddel rum. Konzernwache. Konzernsoldat. Who the f- you? Yeah, you. Get over here. You damn turncoat. We saw everything. Hallo, wer bist denn du? Ich spreche gleich mit dir. Ich muss noch mal mich kurz hier umschauen. Denn das ist alles kein Diebstahl, wie es ausschaut. Offizierswirbel. Nice. Guten Tag. You must think me a fool. I was watching on the security cameras. You got downright friendly with the outlaw leader. I reckon we got nothing to say to each other. You best back yourself out of here. Nice and slow. Immer sachte mit dem Abzug. Lass mich kurz was sagen. Niemand muss ja sterben. Am allerwenigsten ich. Sicher, dass du dich mit mir anlegen willst? Lass mir einfach mal was sagen. You got one minute. Starting now. Okay. Ich habe Cassandra überzeugt, euch in Frieden abziehen zu lassen. Das Labor ist im Eimer, das Personal ist zur Hälfte tot. You convinced her to let us leave in peace.
Listing the ills we've been done ain't exactly putting me in a mind to compromise. Schau dich um. Gab es nicht schon genug Tod? Ich kann nicht ändern, was geschehen ist. Ich kann ändern, was ab jetzt passiert. Geht einfach. Du hast einen Job gemacht, wahrscheinlich besser, als irgendwer gedacht hätte. Schau dich um. Gibt's nicht schon genug Tod? Das zweite schon. Think it's that easy, huh? You fly in with your fancy ship, say a few words, and everyone gets a happy ending? Hey, es ist eine Option. Ich denke, es kann also einfach sein, wenn du es zulässt. Ich denke, sich aus einem Kampf zurückzuziehen, ist niemals einfach. Cassandra kann nicht gewinnen. Ihr könnt nicht gewinnen. Warum noch mehr Leben wegwerfen? I let them walk. Doc Crane will be so far up my ass, everything will smell of flop sweat. I reckon I don't see any better solution. Fine, damn it. We'll pull out. Here, my key card. It'll get you access to the whole place. Full stakes, people. We're heading back to town. Das war erschreckend easy. Damit bin ich die jetzt losgeworden. Das ist eigentlich gut. Defekter Wachposten MK2, alles klar. Ein Klo. Okay, mehr gibt's hier nicht. Ich nehme natürlich wieder alles mit, wie nicht anders zu erwarten war. Tja, es gab immerhin ein bisschen was. Gucken natürlich alle Zellen durch. It ain't stealing if no one sees. Ja. Bin halt Profi. Okay, oi. If they didn't want to tempt us, why'd they lock it up? I won't tell. Buch aufheben. Da ist nichts drin. Buch aufheben. Okay, ich hoffe, ich kann mir das später noch angucken, eventuell, möglicherweise, vielleicht. Kontrollterminal für Containment-Zelle. Bitte Befehle eingeben. Ich kann keinen Befehl eingeben, da alle Zellen offen sind. Da war das aber so jetzt richtig, da habe ich mir jetzt die EP die ganze Zeit bekommen. 42 von 45. Okay. Da ist auch sonst nichts. Warte mal. Warte mal. Habe ich einen Helm, der mir Schlossknacken gibt? Habe ich. Ich mach mal den hier.